Lieben, willkommen zu meinem neuen Video und damit zu der letzten Haul in diesem Monat, und das ist die DM Haul, denn ich habe wieder coole neue Sachen gefunden. Macht dazu natürlich auch wieder ein Review, damit ihr seht, okay, das hat ihr gefallen, das eher nicht so. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal die Produkte, die ich gefunden habe. So, beginnen wir mit dem ersten Teil und das ist von Nivea, die In-Dusch-Gesichtspflege. Die hat mich sehr angesprochen. Es ist auf jeden Fall ein neues Produkt, wie ihr hier sehen könnt. Und zwar ist das eine Creme, die ihr unter der Dusche auftragen könnt und danach einfach abwaschen könnt. Und das heißt, ihr sollt euch danach nicht mehr eincremen müssen. Die Haut soll danach geschmeidig sein, als hättet ihr euch gerade normal eingecremt. Und die wird, wie gesagt, unter der Dusche verwendet. Ihr müsst die einfach nur wieder abwaschen. Die bleibt nicht auf der Haut zum Einziehen, sondern wird laut Beschreibung wieder abgewaschen. Angeblich soll man danach direkt sein Make-up auftragen können. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, da es, wie gesagt, ein ganz neues Produkt ist, mich angesprochen hat und ich bis jetzt auch noch gar keine Erfahrung damit hatte oder irgendwas darüber gehört habe. Ich werde es auf jeden Fall für euch testen und euch dann berichten, wie es mir so damit ergangen ist. Innen drin ist es einfach so eine ganz normale kleine Tube hier und mit hier unten so einem Verschluss. Ich bin gespannt, weil Nivea ist eigentlich nicht so das Richtige für mein Gesicht, weil es ein bisschen fettet und das mag ich eigentlich nicht so wirklich. Deswegen, ja, bin ich gespannt. Das hier ist jetzt für normale und Mischhaut. Ich werde es für euch testen und euch dann berichten. Das zweite Produkt, das ich gefunden habe, war von Gillette der Venus Snap. Und der hat mich auf jeden Fall sehr, sehr angesprochen. Das ist dieser kleine Mini-Rasierer hier, den man in die Handtasche mitnehmen kann und sich dann unterwegs rasieren kann, wenn man es mal vergessen hat, wenn man Stoppeln festgestellt hat oder sonstige Dinge. Da habt ihr dann hier so eine kleine blaue Schachtel, so ein Döschen aus Plastik und innen drin ist dann der Venus Snap. Das ist einfach so ein kleiner Mini-Rasierer, sieht aus wie das Ende von einem ganz normalen Gillette-Rasierer. Und der Stiel halt weggelassen und einfach das Teil vorne drauf gesteckt. So sieht es ein bisschen aus. Hier sind halt diese einzelnen Gelpads, damit ihr das nur einfach mit Wasser machen könnt und schon direkt das Gel mit an dem Rasierer dran habt. Es lässt sich eigentlich so ganz gut anfassen. Hier ist es natürlich wieder das normale Plastik und hier so ein leichter Gummi. Also der switcht auch hier so hin und her. Ist eigentlich ganz handlich. Lässt sich, wie gesagt, hier auch wieder raus und rein machen. Also man kann den ganz normalen Rasierkopf dann, schätze ich mal, mit draufsetzen. Das müsste ich ausprobieren, ob es der ganz normale auch funktioniert. Habt dann halt immer diese Schachtel dabei, die ihr verwenden könnt, zuklappen könnt. Die hat hier hinten auch diese Luftlöcher. Und so könnt ihr den halt immer mit euch rumtragen. Mal wieder entdeckt habe ich was Neues von Balea. Und das ist wieder eine Bodylotion. Letztes Mal habe ich euch ja das Duschzeug gezeigt von Balea, was so super toll riecht. Jetzt habe ich eine Bodylotion entdeckt, die Frozen Breezy. Und zwar riecht das wie die roten Mauams. Ich glaube, das ist irgendwas mit Kirsch oder Erdbeer oder so. Auf jeden Fall riecht das wie die roten Mauams und es riecht so, so was von geil. Also hier drin steht mit Veilchen und Himbeerduft. Und das ist der absolute Hammer. Ich finde, das riecht sowas von super. Bodylotion muss man nicht viel zu erklären. Kennt wahrscheinlich jeder von euch. Auf jeden Fall ist das eine Limited Edition. Und wie gesagt, die riecht wirklich sehr, sehr toll. Ist auf jeden Fall mein Tipp für euch, da die sehr gut riecht. Ich werde sie testen, wie gut die dann auch auf der Haut ist. Ob die schmiert, ob die schnell einzieht oder wie die sich ansonsten so verhält. Werde ich ausprobieren. Von der Verpackung her hat sie mich definitiv angesprochen. Ich bin ja so ein Verpackungsopfer. Also sobald die Verpackung gut aussieht, dann spricht mich das auf jeden Fall an. Und ja, wie gesagt, ich werde das auch ausprobieren. Und gucken, wie lange es so auf der Haut hält und wie ich es so vertrage. Was ich ebenfalls gefunden habe und worüber ich mich sehr, 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 sehr gefreut habe und es immer noch tue, ist von L'Oréal das Elvital Eau Magique. Einmal das Shampoo und einmal die Spülung dazu. Ich liebe das Öl. Das benutze ich jetzt schon seit ungefähr, ja, so ein, zwei Jahren für meine Haare. Das ist einfach perfekt. Ich mache es mir jeden Tag nach dem Duschen in die Haare, bevor ich rausgehe, nochmal unten in die Spitzen, damit die auch schön weich werden und nicht so trocken aussehen. Und ich liebe dieses Öl. Das ist natürlich auch wieder eine Empfehlung von mir. Das Öl Magique
Ich müsste nachgucken und es euch unten am besten in die Infobox reinschreiben. Wie es genau heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich dazu jetzt das Shampoo und die Spülung gefunden. Und ich hoffe wirklich, dass diese beiden Sachen genauso gut sind wie das Öl, das ich habe. Dann wäre das auf jeden Fall mein absoluter Liebling. Und ich würde von meinem Garnier Shampoo umspringen auf L'Oréal. Also wenn das wirklich so ist, ich werde es euch in der nächsten Review, werde ich euch zeigen. Dann werde ich mich sehr, sehr freuen. Was ich ebenfalls neu entdeckt habe, ist von Essence der Cream Concealer Camouflage. Das ist hier so ein zweigeteilter. Ich mache es euch mal auf. So. In so zwei Teilen. Einmal haben wir hier einen Concealer und einmal laut dem Hersteller ein fixierendes Puder. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, auch noch nicht davon gehört und kann mir bis jetzt noch nicht so viel darunter vorstellen. Also angeblich soll das eine richtig gute Deckkraft haben und Augenfältchen und Augenringe, die man vielleicht hat, soll es definitiv abdecken. Ich werde es für euch ausprobieren. Es ist, wie ihr hier oben sehen könnt, new. Ich habe es bis jetzt noch nicht probiert. Ich habe nur diese flüssigen Sachen und nicht hier sowas Festes, aber ich werde es auf jeden Fall testen. Was ich ebenfalls im DM entdeckt habe und was die jetzt ganz neu im Sortiment haben, was jeder von euch wahrscheinlich schon lange, lange kennt, ist der EOS Lip Balm. Den hat wahrscheinlich jeder von euch zu Hause. Das ist ja so der absolute Trend. Jeder braucht diesen Lip Balm. Und ich habe mir jetzt die Summer Fruits geholt, da mich das eigentlich ganz gut angesprochen hat und ich das auch schon bei einer Freundin probiert habe. Und wie gesagt, den findet ihr jetzt schon im DM. Ist jetzt ganz neu bei denen. Und ja, ist halt dieses kleine Bällchen hier. Ihr kennt es ja schon. Wenn ihr es aufdreht, ist innen drin einfach ganz normal das Lippenbalsam, dass man sich halt so schön auf die Lippen aufträgt. Ich habe es jetzt immer, habe ich euch auch glaube ich schon mal in einem Video gesagt, dass ich jeden Tag die Kaufmanns Kindercreme auf meine Lippen mache. Bin aber jetzt eigentlich auf den EOS Lip Balm hier umgestiegen. Den habe ich nämlich schon ausgetestet und probiert und fand den eigentlich ziemlich super, weil der relativ lange auf den Lippen hält und die sehr lange geschmeidig macht. Deswegen habe ich den jetzt genommen. Benutze den auch in letzter Zeit sehr oft, beziehungsweise eigentlich jeden Tag. Und ja, finde den eigentlich ganz gut. Von P2 habe ich auch wieder was Neues gefunden. Und zwar war das dieser Volume Gloss Gel Look Polish. Also es ist ein Nagellack in diesem wunderschönen Farbton hier. Der hat mich sehr angesprochen, da mir die Farbe so gut gefallen hat. Es ist jetzt eher kein Herbstton, sondern so ein Sommerton. Aber das macht ja nichts, man kann ja nie genug Nagellack haben. Und deswegen habe ich mir den auch geholt. Werde den auch ausprobieren und euch dann sagen, wie er so auf dem Nagel ist. Ob der da immer noch so schön ist von der Farbe her oder vielleicht ganz anders aussieht. Und wie gut die Deckkraft ist. Denn ich habe Gelnägel, die schon mit French vorgemacht sind. Und deswegen ist das immer ein bisschen blöd, wenn das Weiße dann durchguckt. Deswegen muss ich ihn ausprobieren. Mein letztes Produkt war von Essence, der Liquid Lipstick. Der hatte eine richtig coole Farbe, wie ihr hier sehen könnt. Habe ich mir den geholt. Und der hat mir wirklich gut gefallen. Von der Farbe her und von der Deckkraft her soll er wie ein Lippenstift sein. Steht da drin. Mit der Geschmeidigkeit und des Glanzes eines Lipglosses. Aber an sich soll er halt wie ein Lippenstift aufgetragen werden und auch von der Deckkraft wirklich so sein. Ich bin gespannt. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht ausprobiert und werde es aber noch für euch tun. Wie gesagt, wir werden es probieren, ob der wirklich wie so ein Lippenstift deckt. Ich kann es mir noch nicht so wirklich vorstellen, aber lassen wir uns einfach überraschen und ich werde euch dann sagen, wie es so ausgegangen ist. So ihr Lieben, das war es mal wieder mit meinem Video. Es hat sich natürlich jetzt nicht um ein Herbstvideo gehandelt, sondern einfach wieder um einen ganz normalen Haul. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch trotzdem die Produkte. Man muss ja jetzt nicht nur die Herbstreihe machen. Die wird auf jeden Fall in den nächsten Videos auch noch wieder auftauchen. Die heißt bei mir Beautiful. Ich verlinke euch hier auch mein letztes Video mit den Dekorationsideen zum Herbst. Und mal wieder meine Primer Call, die auch sehr, sehr gut wieder bei euch angekommen ist, was mich immer sehr, sehr freut. Bald ist ja auch schon wieder der Herbst vorbei und der Winter da. Aber ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss.